Oh fuck. Oh fuck. Okay. Ja. TÜV nicht bestanden. Los, jetzt kommt zu diesem neuen Video auf diesem Kanal PKLP. Ja, Leute, ihr seht, diesmal nicht Minecraft oder so und nicht GTA 5, sondern ein Spiel, was wir noch nie gespielt haben oder auf diesen Kanal gebracht haben, und zwar Crossout. Crossout, ja, ihr seht schon, das hat ein bisschen Fahrzeug und Waffen zu tun. Und zwar ist Crossout ein Spiel, da könnt ihr solche Fahrzeuge einfach zusammen basteln und dann, wie geht das Gefecht gegen anderen kämpfen. Ich würde sagen, wir gehen mal in Gefecht mit diesem Fahrzeug. Das Auto habe ich jetzt nicht zusammengebaut, das ist von Spiel vorgespielt, aber ich gehe mal ins Gefecht. Da kann ich euch mal zeigen, wie so ein Gefecht abläuft. Crossout. Was dauert noch ein bisschen. Wie sie ein Match gefunden hat, aber anscheinend hat es ein Match gefunden. So. So, dann fahren wir los. Unsere Aufgabe ist, die Feinde zu eliminieren und ihr Schützpunkt einzunehmen. Ist deren Aufgabe auch initiiert jetzt. Wir können die Fahrzeuge zerlegen. Also riesig zerlegen. Und die können uns auch verzeihen. Also wir können alles kaputt machen. So. Ja. Moment. Wunderbar. Oh, moin. Noch ein Gegner zerstört. So, und jetzt müssen wir... Oh Gott, jetzt haben wir auch ein Rad verloren. Wir uns irgendwie ins Herz bringen. Die können uns auch zerstören, wir haben sein Rad verloren. Fahr mal zur Basis. So, Gegner sind Basis. Müssen aufpassen. Und wir haben gewonnen. So einfach ist es, was? Und mal aufpassen. Levelaufstieg. Und ich würde sagen. Moment, so. Ja, ja. Diesen Wagen hat schon Spaß gemacht, aber wir müssen uns ja ein eigenes Auto bauen. Einen eigenen Wagen. Und ich lösche diesen Wagen hier und wir bauen den Wagen komplett von Grund auf. So, wir haben hier die Bauteile. Also, Anfang hatten wir nicht so viele Bauteile, die kommen derzeit Level. Ja, wir haben hier ein leichtes Fahrgestell. Das, was als Mitte, warte mal. So, und dann kommen. So, drehen. Die da dran. Sieht auch, Titor hier ist auch sehr einfach gemacht und auch sehr einfach zu verstehen. Wir machen jetzt einen Wagen. Ja, einen ganz kleinen Wagen. Mit Rädern als Lenkrad. Ja, ist klar. Der Wagen wird noch sehr normal sein. Wir können dann noch in den nächsten Folgen noch einfach so irgendeine Kacke hinbauen. Einfach so Spaßfahrzeuge bauen. Aber das ist jetzt so das erste Fahrzeug, was ich denke, mal so ernsthaft bleiben will. Oder erstmal so einen Ball bauen will. So. Fahrerhaus. Und das. Wir können jetzt schon mal, glaube ich, schon eine Testfahrt machen. Können wir mal gucken, wie die Karre fährt. Ja, geil, ne? So, dann wieder zurück in Baumenü. Aber das Fahrzeug ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Ich denke, das ist sehr leicht, ein sehr leichtes Opfer, das Auto. Ja, wir haben die Kanonen. Ich nehme auch mal die hier, die kommt vorne hin. Wenn wir jetzt vorne schon ein bisschen kleines Gewicht haben, wo ist das Ding hinten hin? Kann man. Warte, wie wird das Auto jetzt fahren?
Normal, okay, oh. Sieht sie, können die Reifen kaputt machen? Das ist so ein Testgelände jetzt hier. Können die Reifen machen, die Waffen nachladen. Da, oder die Kanone hier vorne kaputt machen. Kaputt. Aber ich merke gerade, dass die Kanone nicht so leistungsstark ist. Das heißt, die kommt weg und pack dafür dann die drauf. Ich habe die jetzt zweimal, dann baue ich die noch hier oben drauf. Kannst du noch eine hier hinbauen? Nee. Ich baue mal die zwei Wände mir hier auf. Die schon andersrum. Das soll natürlich auch schon gut aussehen. Aber ich baue die da, also in der Mitte auf. Kann jetzt rein da drauf Kanonen bauen, ja, nice. Baust dann das Ding auf. Machen wir noch eine kleine Testfahrt. Ah, nice. Funktioniert schon mal. Ja. Können ja einfach hinten noch so kleine Schützräder einbauen. Gucken, was funktioniert das mit den Schützrädern? Ja, lass mal einfach so. Die Karre wird jetzt schon kaputt, komisch sein. Aber kommen wir noch drauf. Lichter auf jeden Fall. Sie muss natürlich noch durch den TÜV kommen, die Karre. Daher brauchen wir noch Lichter. Haben die schon gesagt, durch jedes Level aufstieg, durch jeden Levelaufstieg bekommen wir mehr Teile dazu. Den Koffer. Okay. Geht auch ein bisschen einfärben die Karre, mach's aber nicht. Dann können wir auch schon ein Schutzding aufbauen. Brauche auch noch mit drauf. Müssen natürlich aufpassen, dass hinten nicht so viel Last drauf ist. Ja, funktioniert eigentlich, ne? Haben wir noch eine Kanone übrig hier? Ja. Ich weiß nicht, ob wir die drauf bekommen. Die dann. Okay. Können wir noch dran, noch was dran basteln? Da ist schon eine Schutzkleidung noch dran. Macht gerade keinen Sinn hier irgendwo. Da kann man auch dran basteln. Egal. Ich würde sagen, nur mal eine kleine Testfahrt. Glaube, Lichter funktionieren. Lichter funktionieren auch. Gut. Auf geht's zum TÜV. Und der TÜV ist eingefecht. Das heißt, wenn das Gefecht gewinnt, TÜV bestanden. Ah ja. So, let's go. Noch 3 Sekunden. Let's go. Das ist eine riesige Abkühlung-Lüpschen-Karre hier. Mal hier lang. Boah, Digga, der habe ich direkt auseinandergenommen. Aber auseinandergenommen. Der hat keine Waffe mehr. Keine Waffe mehr. Nice.
Wunderbar. Oh, ich habe schon einen Reifen verloren. Der rollt ja nach. Wo ist denn gegen der Basis? Das ist in die Richtung. Und Sieg! Na, nice. Sagen, ich brauche die Kanone auch mal irgendwie um. Und Levelaufstieg. Nice. Guck mal, haben wir jetzt neue Teile? Komm. Anscheinend nicht. Wohl. Doch, wir haben neue Teile bekommen. Geil. Die probieren wir mal direkt aus. Also, ich würde sagen, ich lösche mal die ganze Karre und mach nochmal. Also. Oh, lol. Das wird Neuteil haben wir jetzt nicht bekommen, ne? Egal, ich brauche ein großes. Diesen großes Ding hin. Also mal zwei Stück davon. Ich brauche mal so. Und so. Mach mal ein langes Auto. Dann mach es als Haus. Mal das hier, wie ist ein ordentliches Ding. Als Führerhaus. Sieht komplett komisch aus. Dann mach ein Lenkrad dran. Reifen lenken. Klingt jetzt aber nicht so mittig drauf. So. Und hinten brauchen wir das auch noch Reifen. So. Eigentlich war es gerade keine ganz so eine dumme Idee mit den ganz vielen Reifen, weil danach können nicht so große Songs oder Gefahr von Reifen wegfliegen oder verlieren. Was haben wir neu? Dieses Netz hier. Brauche ich mal schon dahin. Oh nee, warte mal. Das brauche ich gerade mal hier oben. Da baue ich was dran. Wo waren die denn nochmal? Hier die Wände. Baue ich so drauf. Und darauf kann ich ja das dann. Das Ding nehmen. Eigentlich hier oben drauf platzieren, ne? Ja. Genau. Oh, das Ding rein, das ist so eine Düse. Das ist ein Turbine oder so. Bisschen mehr Kraft im Wagen hier brauche ich nicht. Brauche auch nicht. Das Einzige, was noch fest benötigt wird, bisschen Schutz. Sehen, wir haben wahrscheinlich noch einen, oder? Ja. Muss ich irgendwie nur hinlegen. Lange dauern, bis ich die Position finde. Na komm, kriegst du die Position. Wo bleibst du? Leg doch hin. Komm. Ich finde gerade die Position gerade nicht. Ich habe. Warum denn nicht? Na gut, haben wir nicht, dann mache ich irgendwas anderes. Ah. Na gut, dann fahren wir einfach da drauf ein Geschütz hin. Hier so eins nach hinten. Schon richtig rum geht. Nein, jetzt ist die Düse weggemacht. Ne, doch nicht. Hier. Das nach hinten. Dann. Das bisschen gedreht nach da.
Das Fertig-Ding nach oben. Hab ja vielleicht noch genug Platz. Nee, ein Beil, damit können Leute rammen. Ist gut. Ich glaube mir davon. Zwei. Muss schon ein bisschen mittig sein, muss schon ein bisschen schön aussehen, ne? Ja, da können Leute rammen, das ist gut. Dann mache ich jetzt die Sachen für den TÜV drauf, so Licht und so. Die Leute müssen natürlich sehen, wo wir sind und auch abbremsen. So. Ja, eigentlich sonst haben wir eigentlich alles Notwendige, oder? Ja. Macht gerade eine Testfahrt. Ja, die Aufkommen sind zumindest gerade nicht. Und Turbo. Und Beil. Beil testen. Nice. Gut, dann wir sagen mal, gehen wir ins Gefecht mit der Karre. Let's go. Wie gesagt, gewinn das Gefecht. Für das Deutsch, ne? Wenn das Gefecht gewinnt, TÜV bestanden. Wenn das nicht gewinnt, TÜV nicht bestanden. Das andere Wort, TÜV bestanden. Wenn ein Rad verloren gegangen ist. Naja. Und eine Sache will ich noch klarstellen. Bevor irgendwelche Leute jetzt in die Kommentare schreiben, dass dafür bezahlt wurde. Nein. Es wird dafür nicht bezahlt. Das Spiel ist ein Free-to-Play-Online-Game. Also das heißt, ihr könnt einfach kostenlos im Internet runterladen und dafür nichts bezahlen. Also müsst ihr dafür nichts bezahlen. Und ja, und es wird dafür hier auch nicht bezahlt. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Ja. TÜV nicht bestanden. TÜV leider nicht bestanden. Ja, mal gucken, ob unsere Teammates hier gewinnen. So war ich sehr schlecht aus. Anscheinend sind jetzt die Gegner ein bisschen stärker. Der Typ hat ja auch kein. Gar kann man zu das Auto hier. Sieht geil aus eigentlich. Wie viel von den anderen leben noch eigentlich noch? Zwei oder was? Zwei. Oh. Ey. Leck mir ein Ohr. Ja, entscheidend. Ist hier noch drei? Der ist auch ganz gut gepanzert noch. Also noch ganz gut fahrtüchtig. Also sein TÜV ist auf jeden Fall bestanden. Und den hier auf jeden Fall nicht mehr so. Alter, wie viel Kanonen hat der denn drauf? Eieiei. Okay, jetzt hätte ihr auch ein bisschen auseinandergenommen. Das sind nur drei. Und das gewinnst du, Alter. Okay, doch nicht. Ja gut, der ist auch am Arsch. Und leider verloren. Also, wir sehen, unsere Fahrzeuge haben den TÜV-Test leider nicht bestanden. So Leute, ich würde immer sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns möglicherweise in der nächsten Folge. Liegt an euch. Wollt ihr eine nächste Folge? Schreibt in den Kommentaren, ob ihr eine nächste Folge haben wollt. Dann kommt auf jeden Fall eine nächste Folge, wenn ihr diese Folge noch eine Folge haben wollt davon. Ich bin erstmal raus. Ciao.